Vielen Dank. Der gibt noch ein bisschen mehr Kraft für den Garten, Leute. Was reichhaltig ist dabei im Garten? Guten Appetit. Ist das Brot selbst gebacken? Ja. Das sieht man sofort. Als Kameramann hat man es auch nicht einfach, ne? Nee, man hat zu tun. Ja. Wenn andere essen, zum Beispiel. Herrlich. Und? Das ist cool. Ballaststoffe ohne Ende, ne? Na, wie kann man lecker sein, wa? Ja. Schmeckt's euch so? Die schmeckt sehr lecker. Sehr gut. Wirklich sehr gut gewürzt. Danke sehr. Auf vielen, schön, das war. Mein Zwei, seid ihr satt geworden? Oh, wir sind satt geworden, vielen Dank. Dankeschön. Sehr schön. Ich hab heute meinen Schusseltag, echt schlimm. Na, und du willst heute noch mit einer Säge und mit einem Beil umgehen? Nee, das kriegst du. Säge krieg ich hin. Beil mach ich dann. Ja. Ich hab ein ruhiges Händchen heute. Also ich sag, du meinst, wenn du das Problem haben willst, sag Bescheid. Ich du, hier, ich will gar nicht. Geil. Sehr gut. Du hast was ganz im Grund drauf. Ja, so gut. Hast du das gerade echt gemacht? Du beißt ab und dippst dir rein. Ich habe dich da reingedippt. Ich werde es sehen, auf der Aufnahme. Scheiße. Oh, herrlich. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Sven war ich gerade essen und er ist heute dabei und hilft mir weiter Holz zu sammeln, damit ich Aktivkohle herstellen kann. Holzkohle für die Beete, Terra Preta, wenn ihr euch erinnert. Ja, ich freue mich megamäßig, weil wir haben heute generell den ganzen Tag. Es ist nicht so, dass wir den ganzen Tag im Garten haben, aber ein Teil hier. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten Stunden und wir werden das richtig genießen. Ein paar Aufnahmen werden folgen und ja, viel Spaß mit dieser Folge. Videomaterial an Holz. Ja, lass uns damit erstmal zum Spalten anfangen, ne? Ja, würde ich auch sagen. So, während der Sven sich hier jetzt gerade vorbereitet zum Holzhacken, ich kümmere mich um ein paar andere Sachen. Werde ein bisschen was dafür tun, dass das Holz auch trocken lagern kann. Ich möchte ein Dach bauen, soweit man das dann Dach nennen kann. Mal gucken, was ich mir da einfallen lasse. Ich stelle mir teilweise so blöd an. Ja? Naja. Thank you.
denke, das kann so bleiben. Dach ist drauf, muss noch festgemacht werden und ich werde jetzt noch ein bisschen Holz stapeln. So ihr Lieben, mit dem Ding hier rechts von mir, denke ich, kann ich glücklich sein. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Sven und ich hatten auch bis hier eine sehr schöne Zeit, ist aber auch schon bald zu Ende. Er ist jetzt noch ein bisschen am Holz hacken, ich werde noch ein bisschen aufräumen. Lars, komm ruhig näher ran hier. Was? So nah? Mach doch wie immer. Also ich sag jetzt Sven und ich sagen Tschüss. Ciao. Beim Tschüss machen wir so. Ja, okay. Ach, vielleicht ist das sogar gut. Wer weiß, guck doch mal rein. Aber wir machen noch einen, zwei, okay. So. Sven und ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und weg.